Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Über die vergangenen paar Monate habe ich euch ja immer mal wieder von Danger Zone erzählt. Es gab von mir dazu auch ein Video, da ging es um die neuesten Leaks zu Danger Zone selbst. Und bereits da haben wir gemauschelt und gebauschelt und überlegt, wann Danger Zone wohl endlich kommt. Doch kommt es überhaupt? Das schauen wir uns jetzt mal an. Let's go. Kamu Powder? Oh, dude, you're drinking Kamu Powder? Brother, Einige von euch haben Danger Zone gar nicht mehr miterlebt, weil ihr erst zu CS2 hinzugekommen seid. Danger Zone war der Battle Royale Modus von CSGO. Man konnte mit bis zu 18 Leuten, glaube ich, also insgesamt rein und halt, ja, wer als letztes überlebt hat, gewonnen spielen. Man konnte Solo, Duo und ich glaube Trio und Quad konnte man quaddeln. Es ist schon so lange her, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also Duo ging auf jeden Fall und ich meine auch zu dritt. Naja, nach diesem Modus wurde ziemlich zum Start von CS2 direkt geschrien, beziehungsweise gerufen oder gebeten, denn da kamen bereits Leaks raus. Bereits aus denen konnte man herauslesen, dass Danger Zone mehr oder weniger komplett in CS2 implementiert ist und nur noch getweakt werden muss. So war zumindest damals der Stand, wohlgemerkt von den üblichen Dataminern, Leakern und so weiter und so fort. Also es gab nichts von den Volvos, dass sie gesagt haben, ja oder nein, sondern das war einfach nur, Naja, ich habe dazu auch mein übliches dazugegeben und mit euch darüber gesprochen. Und bereits damals habe ich darüber gesprochen, dass der Modus zwar ganz nice war, aber wir ihn eigentlich so gut wie nie gespielt haben. Im Stream ein paar wenige Male, es war wirklich sehr selten. Und ich ihn privat eigentlich auch, ja, nicht wirklich gezockt habe, klar, mal für ein Video. Aber dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich hocke mich jetzt hin mit meinem Mate und gehe da einfach ran, ohne Stream, ohne Aufnahme, ja, haben wir nicht gemacht. Sicherlich bin ich dabei nicht das Maß der Dinge, das ist ja klar. Da ich Creator bin, ist es meistens so, dass wenn ich am PC bin und irgendein Spieler, der, egal was ich mache, wenn ich irgendwas mache, dann denke ich direkt, oh, könnte ich das vielleicht auch zu einem Video machen? Also das ist auch bei allen möglichen Sachen, die nichts mit dem PC zu tun haben, dass man sofort im Kopf hat, ich könnte auch einfach jetzt hier aufhören, wo ich gerade, ne, wo ich gerade stehe. Ich nehme die Kamera dazu und mache daraus ein Video dann für einen anderen Kanal und ja, und vermarkte das praktisch direkt. Somit fällt meine Meinung diesbezüglich eigentlich eher heraus, beziehungsweise ich bin, wie gesagt, zumindest nicht die Norm. Wenn man sich aber bereits damals umgehört hat und die Leute gefragt hat, Danger Zone, Meinung, ja oder nein, dann war es meistens so, dass die Leute gesagt haben, naja, also vielleicht mal, wenn ich wirklich sehr viele MMs verloren habe, dann gehe ich eine Runde da rein oder während wir auf irgendwas warten, spielen wir kurz Danger Zone, bis dann auf Faceit das nächste Match gefunden wurde und dann gehen wir einfach direkt raus und spielen Faceit. Und bei einem nicht gerade zu vergessenen Teil war es sogar so, dass es hieß, ich spiele das gar nicht. Ja, ich habe das kurz am Anfang gespielt, um es zu testen, es gefällt mir nicht, fertig. Und woran ich mich sehr, sehr gut erinnern kann, war, dass die Mission bei den Operations, in denen man Danger Zone spielen musste, die waren relativ verhasst und wurden meistens am Ende oder halt gar nicht gemacht, sondern nur andere Dinge. Man konnte an einem gewissen Punkt die letzten zwei oder drei Operations, konnte man entweder oder machen. Ich meine, dass das früher nicht ging. Früher musstest du einfach alles machen, damit du alles hattest. Ich glaube, dann kam irgendwann dieses entweder oder. Entweder machst du das oder du gehst halt in Wingman rein und machst da so und so viel Molly-Schaden, wie auch immer. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es Missionen gab, da musstest du einfach in Danger Zone rein. Es ging nicht anders. Du hast halt dann da drin zwei verschiedene Aufgaben gehabt, aber du musstest rein. Ist ja auch irgendwie klar, dass man als Entwickler so eine Operation nutzt, um alle Spielmodi pressen zu können, dass die Leute mal alles probieren. Also verständlich, aber ja, die waren wie gesagt nicht so beliebt. Und ich denke, die meisten wissen bereits, worauf ich hinaus will. So ein großer Modus, also so im Gesamten, die riesigen Maps, das waren glaube ich 3 Stück, viele Spieler, die gleichzeitig spielen könnten, die ganzen Dinge, die darauf rumfliegen und so weiter und so fort. So ein Klopper erfordert sicherlich sehr viel Aufwand, damit man ihn perfekt auf CS2 abstimmen kann. Wir sehen es ja aktuell bei Matchmaking, Wingman, Premiere und so weiter und so fort, wie schwierig es für den, ich sag mal, Standardmodus von Counter-Strike ist, alle Bugs und so weiter wegzufixen, dass das ein rundes Ding gibt. Und diesen riesen Modus jetzt dann bald, ich sag mal, in den nächsten 12 Monaten reinzubringen, das wirkt dann schon, wenn man bedenkt, was eben noch so alles ansteht, wie eine Operation und das nächste Major. Sicherlich auch neue Cases, Skins und so weiter und so fort. Maps, Pipapo, das ist ja jetzt schon eine riesige Liste. Wenn man das alles im Hinterkopf hat, dann kann man sich ganz gut vorstellen, dass Danger Zone zumindest im Moment womöglich gar keine so große Priorität hat. Dazu gibt es auch einen Tweet, den ich jetzt gerade vor kurzem geschickt bekommen habe, der ist schon 10, 11, 12 Tage alt, den man, wie ich finde, mit etwas Misstrauen lesen könnte, denn er schreibt hier direkt aus guter Quelle halt. Aber hier steht nirgendwo eine Quelle. Aber ja, in diesem Tweet schreibt Neokai, man kennt ihn womöglich, dass Danger Zone zumindest vorerst nicht in CS2 erscheinen wird. Und als nächstes schreibt er genau das, womit wir ja schon so ein bisschen, ja, gerechnet haben. Das hat man ja über die Videos gemerkt. Es ging immer darum, cool, wenn es kommt, aber werden wir es dann oft spielen? Mal gucken. Da die Spielerzahlen damals eben schon nicht wirklich hoch waren oder nicht hoch genug waren, ist es jetzt natürlich kein Grund, speziell Danger Zone zu priorisieren. Das würde in diesem Fall natürlich trotzdem nicht heißen, dass es gar nicht kommt, aber es
ja, die Priorisierung liegt sicherlich woanders. Hier haben natürlich auch einige dann drauf reagiert, mal etwas süßer und dann wieder etwas näher an der Realität. Und zwar, dass es eben halt einfach blöd war. Er schreibt zum Beispiel auch, dass die Missionen halt einfach, ja, nicht so beliebt waren. Wenn sie nicht gerade notwendig waren, dann hat man die halt einfach geskippt. Genau das meinte ich mit diesem Entweder-Oder. Und das ist leider wahr. Ich weiß, dass bei uns auch ein paar in der Community waren, die Danger Zone über alles geliebt haben, wie zum Beispiel Kebab. Aber der ist jetzt auch schon ewig nicht mehr live gewesen, also Kebi, sorry. Und der zweite fällt mir jetzt nicht ein. Ja, und beim gesamten Rest war es eher so, ach, Danger Zone, hör mal lieber auf. Aber natürlich zählt trotzdem auch die Sichtweise derer, die sagen, hey, der Modus war die ganze Zeit da, auch wenn er nicht gut lief. Ist egal, der war da und man konnte ihn spielen. Er wurde sicherlich auch von einigen gespielt. Die Server wurden ja auch nicht abgeschaltet. Das wurde ja gespielt bis zum Ende, nehme ich zumindest an. Und wenn man es jetzt gar nicht bringen würde, worum es aber gar nicht geht, es geht ja nur darum, dass es verzögert wird. Aber auch eine Verzögerung ist natürlich ärgerlich, denn man hatte das in CSGO. CSGO wird beendet, CS2 fängt an, pff. Und jetzt haben wir, wenn es hochkommt, 30% an Inhalt, der davor ja schon da war. Und gerade bei einem noch nicht mal komplett neuen Game, sondern bei einem, wir wandeln jetzt halt CSGO komplett um und neue Engine und bla und jetzt ist es CS2. Gerade da erwartet man ja von Anfang an, dass die ganzen Modi, die im Vorfeld da waren, dass sie jetzt auch da sind und dass erst danach dann das ganze Neue kommt. Natürlich hoffe ich trotzdem, dass Danger Zone so bald wie möglich kommt. Dieses Jahr mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Wir haben jetzt bald das nächste Major und ich denke, die meisten hätten dann lieber erstmal eine Operation, bevor an irgendwas anderes gegangen wird. Und natürlich ist auch das Anti-Cheat ein durchlaufendes Ding, an dem gearbeitet werden muss. Und das ist übrigens auch noch ein Punkt, der Danger Zone etwas kacke macht. Wenn man jetzt bedenkt, wie viele Cheater wir haben und dass im Moment die Leute, die cheaterfrei spielen, nur cheaterfrei spielen können, weil ihr Trust-Faktor passt, dann kann man sich auch nochmal, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, relativ gut vorstellen, warum unter anderem auch die Sache eben verzögert wird. Natürlich wegen diesem großen Cheater-Problem. In Danger Zone wird der Trust-Faktor wahrscheinlich ganz anders funktionieren können als im 5 gegen 5. Ist ja klar, wenn du solo reingehst oder im Duo und du hast dann eben 16 andere dann in dem Fall, wenn du zu zweit reingehst, wer weiß, wie der Trust-Faktor dann überhaupt funktionieren kann. Plus natürlich den Fakt, dass zumindest damals sehr wenig Leute gespielt haben. Dieses Mal wahrscheinlich auch nach einem kurzen Startgeplänkel wohl auch eher weniger Leute spielen werden. Und wie wir alle wissen, funktionieren solche Trust-Faktor-Systeme nur dann, wenn du wirklich eine große Auswahl hast. An ganz vielen guten Leuten und sicherlich auch vielen schlechten Leuten. Aber wenn die sich so ein bisschen die Waage halten und oder die guten, also die Mehrzahl sind, dann kann der Trust-Faktor gut funktionieren. Aber wenn dem nicht so ist und es sich ausschleicht, wie zum Beispiel auch bei einem extrem hohen Rang, dann ist es blöd. Für solche Trust-Faktor-Systeme. Du brauchst im besten Fall halt so viele Leute wie möglich, damit das richtig gut funktionieren kann. Also kurzum, wäre das Cheater-Problem wahrscheinlich auch ein sehr, sehr großes in Danger Zone. Und da macht es natürlich Sinn, dass erstmal alles verbessert wird, bevor man in die Richtung geht. Klar hatte man früher in Danger Zone auch mal einen Cheater, aber ja, im Moment scheint es zumindest noch so, als sei die Cheater-Situation für viele noch absolut unmöglich. Also sie gehen in ein Spiel rein, zack, weggecheatet, ins nächste, zack, schon wieder. Und da macht dann so ein Modus natürlich keinen Sinn. Dieses Video habe ich jetzt aus zwei Gründen gemacht. Erstens, weil mich Leute fragen, ob ich neue Infos habe zu Danger Zone, weil sie sich drauf freuen. Und zweitens, weil mir dieser Tweet geschickt wurde. Ich habe den komplett übersehen. Ich bin jetzt auch nicht so extrem auf Twitter unterwegs. Ich habe ein paar Leuten, denen ich folge und da schaue ich ab und an mal rein, aber so overall, ja, ich lebe halt einfach nicht auf Twitter. Und darum ist dieses Video entstanden. Es ist nämlich viel einfacher, sowas einmal zu sagen und dann einfach immer verlinken zu können, wenn jemand nach was fragt, wie zum Beispiel, ey, Danger Zone, wann? Neue Infos? Deine Meinung? Was geht? So, dann würde ich sagen, lösen wir noch geschwind ein Giveaway auf und starten ein neues. Es gab genau vor einem Monat am 19.07. für euch ein Geschenkgutschein von Holy. Der Link ist in der Videobeschreibung. In dem Video ging es um einen neuen Bug und ich hatte euch, glaube ich, gefragt, was mit solchen Leuten passieren soll, also die so einen Bug abusen. Vielen Dank für 98 Kommentare. Der Gewinner des Gutscheins ist Juniorfish. Kritische Bug-Abuser, die diese nutzen, um sich einen Vorteil zu holen oder anderen damit schaden, stehen bei mir auf einer Linie mit Cheatern. Juniorfish, du hast somit den Gutscheincode gewonnen. Ich habe mir dein Steam-Profil über deinen Trade-Link abgespeichert und werde dich dann auf meinem dritten Account adden. Der nennt sich Guschtel und sieht so aus, also nicht wundern, wenn ich dich damit anfrage. Und dann schreibe ich dir einfach über Steam deinen Code. Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist, dich hier unter diesem Video zu melden und zu sagen, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Jetzt hauen wir noch was raus und zwar gibt es für euch eine MAC-10 Alert zu gewinnen. Und ihr könnt hier ganz einfach mitmachen, indem ihr zu folgendem Thema etwas in euren Kommentar hinzufügt. Und zwar, glaubst du, dass Danger Zone nächstes Jahr noch erscheinen wird, also 2025? Oder sagst du, puh, das ist, so wie der Stand gerade ist, es ist alles noch so wackelig und zappelig,
Lass die erstmal fertig machen, das wird noch bestimmt ein Jahr dauern und dann kommt es vielleicht 26. Was sagst du dazu? Einfach in die Kommentare reinkloppen, dann bist du automatisch mit beim Giveaway dabei. Ja, das war's dann wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns somit morgen im nächsten Livestream ab 18 Uhr. Ich erinnere hier auch wieder, wie die letzten paar Wochen, an unser Desert Eagle Emerald Human Gundry Giveaway auf Twitch. Langsam wird es knapp für brandneue Leute, die dazukommen. Auf der anderen Seite, danach geht's direkt weiter. Wir überlegen, ob wir eine Fennec Fox Deagle raushauen. Also eigentlich ist es egal, wann man dazukommt. Knife Giveaways, Gloves oder auch diese großen Sachen. Wenn es für eins nicht reicht, ist man halt beim nächsten mit dabei. Ihr sammelt durchs Zuschauen im Stream kostenlos die Bubble Dollar und damit könnt ihr euch dann einfach Tickets für die Giveaways kaufen. Noch kann man als ganz frischer Zuschauer dazukommen und hier bei dem Ding mitmachen. Die gibt es Ende des Monats. Deswegen labere ich da immer wieder an euch ran, weil ich halt, ja, möchte, dass es natürlich jeder rechtzeitig weiß. Ja, gut, dann, wie gesagt, morgen 18 Uhr Livestream. Wir sehen uns, haut da rein. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.